Und damit und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich habe immer wieder ein paar wilde TikToks via Instagram zukommen lassen. Diesmal war es wirklich schlimm. Und ich habe versucht, damit ein neues Video zu fabrizieren. Und sehr cringe, wenn ich meinem Twitch-Kanal folgt. No joke. Und ansonsten, raus geht Kuss. Ich weiß nicht, ich würde doch Musik für meine Freunde machen und für meine Familie, wenn die das hören. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, so Familienfest, Oma, Onkel, Tante, Kinder, alle am Start. Auf einmal kommt sie an und grabt sich das Mic. So nach dem Motto, ah, kleine Privatvorstellung. Und dann kommt sowas. Ja, die Titten hängen raus, so auf cozy. Come and get your girl, yeah. She be tryna flirt, so I tell her wait. Ja, okay, also sie will jetzt quasi nicht gönnen. Wie heißt sie? Mia Khalifa? Sagt mir irgendwas. Ich glaube, die war vom Disney Channel. Nee, Diggi. Ist natürlich jetzt mega unlucky, dass wir nicht rausfinden können, wie sie eventuell in Bikini oder was auch immer aussieht. Come and get your girl, yeah. She be tryna flirt, so I tell her wait. Echt schade. Ich bin so dumm. Ich habe gerade die ganze Flasche leer getrunken, nur für ein TikTok. Problem, ich flieg morgen nach Berlin. Erstmal, Julius Boring Live will jetzt hier erstmal entspannt die ganze Flasche Maka in die 7-Up auf Ex weggezündet haben. GG an der Stelle, der Typ war stolz auf dich. Nur eine Sache finde ich an der Stelle ein bisschen komisch, die hat das anscheinend die ganze Flasche da weggezündet. Meine Frage wäre dann halt folgende. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, muss das? Ich riech da einen Cap. Lüge. Okay, es gibt Trends, die ergeben Sinn, aber einfach einen Trend, um sein fucking Alter anzugeben. Junge, wie beschissen. Als würde man Leuten so sein Alter sagen. Bist du 12? Bist du 18? Bist du vielleicht 37? Bist du vielleicht 187? 187. Bist du vielleicht 19? How boys drink water. That's some pretty good water. How girls drink water. That's some pretty good water. I don't know how to drive. Okay, cooler Joke, by the way. Finde ich witzig. Aber darum soll es gar nicht gehen. Und zwar, er zeigt uns jetzt, wie angeblich Jungs trinken. Und wenn ihr mich fragt, dann ist das nicht, wie richtige Jungs trinken. Denn richtige Jungs trinken so. Let's go. Wie ein echter Mann. Also, erstmal bei diesem TikTok ist die Mission quasi, erstmal die Hand zeigen und dann das Gesicht. Perfekt. Naja, und nun leider sehen wir nur quasi die Hand und wissen nicht, was sich dahinter verbirgt. Aber ich glaube, ich kann euch da mal viel Sprünge helfen. Digga, will er mich ficken? Babe, can you hold my hand? She say, do you love me? I take your fingers. Only partly. I only love my take bed your grip. And my mom. She's cute. Also ich will jetzt nicht deine Beziehung kaputt machen, aber ich glaube, deine Freundin ist nicht einfach cute. Digga, die ist 9. Ladies and gentlemen, we got him. He's cute. Und das soll es soweit mit dem Video gewesen sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar für den Algorithmus. Wenn ihr mehr solcher Videos wollt oder auch andere, gerne Vorschläge in die Kommentare, darüber freue ich mich. Und ansonsten, abonniert einfach. Guten Tag, ich bin Peter Zwegert, Diplom-Sozialpädagoge seit über 40 Jahren und seit rund 28, 30 Jahren Schuldnerberater. Bei My Better Life helfe ich dir als dein Coach und Experte. Lass uns über deine Finanzen reden.